Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Schminkbox-Video. Dieses Format gibt es bei mir ja jeden Monat und zwar zeige ich euch dort die Produkte, die ich in den letzten Wochen benutzt habe, denn ich packe mir jede 4 Wochen ungefähr ein Körbchen mit 15 verschiedenen Produkten aus meiner Schminksammlung, jeweils in der Regel eine Palette, eine Foundation oder aus jeder Kategorie so ein bisschen was. Und damit schminke ich mich dann den Monat über zusammen mit einigen Ergänzungen und bekomme so die Möglichkeit, die ganzen Produkte in meiner zu großen Schminksammlung regelmäßig zu sehen und dann eben auch bewerten zu können, bleiben sie bei mir, wie finde ich sie, ist es vielleicht ein Produkt, das mehr Aufmerksamkeit verdient, und da kriegt man halt einfach so, ja, mir tut es persönlich ganz gut, einfach so einen Turnus zu haben, dem das Make-up wechselt. Ich habe 4 Wochen Zeit, das auszutesten, darin schaffe ich auch das meist gut zu testen. Manches auch nicht, wie ihr gleich sehen werdet. Aber ich persönlich merke einfach, wie ich lieber an meine Schubladen gehe, weil ich auch weiß, okay, ich benutze alles regelmäßig und sonst greift man halt, geht bestimmt manchen von euch auch so, doch immer wieder zum selben. Ich zeige euch jetzt also erstmal die Produkte, die ich diesen Monat so verwendet habe, gebe euch eine kleine Review dazu und danach zeige ich euch, wie ich die Produkte für die nächsten Wochen aussuche. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Wir starten wie immer mit dem Herzstück der Box und das ist natürlich die Palette. Diesen Monat habe ich mich geschminkt mit der Kiso X Revolution Palette und die ist so saudreckig, dass ich sie euch eigentlich nicht mehr in die Kamera halten möchte. Rosa ist keine sehr dreckfreundliche Farbe. Das ist eine Palette, die ich mir vor ungefähr einem Jahr gekauft habe, würde ich sagen, lange nachdem der große Hype darum war. Und mir ist sie aber einfach nicht aus dem Kopf gegangen. Ich fand die einfach schön und habe mich dann entschlossen, da nochmal... Okay, mein Fingernagel, aua... zuzuschlagen, als sie eigentlich schon wieder so ein bisschen out war. So sieht die Palette aus. Sie hat 2 Highlighter. Und was ich an dieser Palette schon bemängelt habe, bevor ich sie jetzt in die Schminkbox getan habe, war, dass ich sie unglaublich warmstichig finde. Ich hole mir mal kurz was, um das hier unten abzudecken. Also ihr seht vielleicht, sowohl die beiden Highlighter haben so einen Gelbstich, als auch jetzt so generell die Farbgebung an sich. Es ist wenig Neutrales. Und was mein erster Kritikpunkt ist, was mir aber tatsächlich auch jetzt erst aufgefallen ist, als ich die Palette regelmäßig genutzt habe, ist, dass hier kaum so helle, neutrale Töne, Glitzertöne drin sind, die man sich einfach aufs Lid geben kann. Das ist nämlich mein persönlicher Alltagslook eigentlich. Ich nehme so eine Schimmerfarbe, ja, meistens sowas, was so in dem Farbbereich ist oder auch ein bisschen heller, und verblende es dann hinten mit dem Bronzer, wenn ich Bock habe, was zu machen. Manchmal trage ich auch einfach gar keinen Lidschatten. Und da waren mir persönlich einfach nicht genügend helle Farben enthalten. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde euch jetzt natürlich wie immer Looks einblenden mit dieser Palette. Einmal zeige ich euch, ich komme mal ein bisschen näher, upsi, was ich heute geschminkt habe. Und das ist eigentlich relativ easy peasy. Ich wollte nämlich sowas Bläuliches haben. Und die Palette hat ja nur diesen extremen, ja, sorry, wenn es gewackelt hat, Türkiston. Malediven. Den habe ich auf jeden Fall gemischt mit Clumsy hier oben, mit diesem dunklen Braun, um so ein bisschen den Dunkelblau-Effekt zu erzielen. Und außer, dass es hier ein bisschen fleckig ist, scheint es mir auch ganz gut gelungen zu sein, würde ich sagen. Dann hatte ich einmal einen Look geschminkt. Ich blende den euch hier ein. Aber ihr könnt auch sehr, sehr gerne vorbeischauen in meinem... Jetzt bin ich bestimmt wieder auf der falschen Seite und eigentlich muss ich hier einblenden. Mein Schnittprogramm macht mich manchmal wahnsinnig. Das habe ich in meinem Style & Talk geschminkt, das am Freitag online kam. Und da habe ich entsprechend einen sehr, sehr gelb-goldenen Look geschminkt. Ganz viel war da Rain, dann Gryffindor, Hype war da drin. Und zur Grundierung habe ich immer eigentlich dieses 1991 verwendet und als Highlighter in der Regel diesen Monat Khaleesi. Ich weiß nicht, Marshmallow ist so gelb, das kommt jetzt glaube ich in der Kamera gar nicht so rüber, aber das passt zu mir mit meinem neutralen Hautton eigentlich relativ wenig. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mal versucht, einmal einen, jetzt muss ich es wieder weghalten, einen etwas, ja, ich würde sagen, kühleren Look zu schminken, und da habe ich vor allen Dingen Royal hier verwendet, in Zusammenarbeit mit Cat Lady und Clumsy. Werde ich euch auch hier einblenden. Und dann, ich glaube, das war auch in den letzten Videos rum so, habe ich mal sowas, ja, Rötliches mit so einem bisschen einem goldenen Akzent geschminkt. Das war dann vor allen Dingen Bloodlust und Vampire war da drin und London. Also diese Farben, also sowas Rötliches. Ich muss sagen, es ist farblich nicht 100% meine Komfortzone, ja. Also da gibt es einfach Paletten. Zum Beispiel hatte ich die Desert Oasis von BH Cosmetics ja vor einigen Monaten. Das ist für mich für den Alltag was. Das ist die definitiv nicht. Die ist für mich was,
was ich so für Abendlooks verwenden kann. Einfach die Farben, qualitativ müssen wir darüber gar nicht reden. Die sind super, super gut. Ich finde auch allgemein gut, dass hier so verschiedene, ja, auch Matttöne drin sind, dass man da eine gewisse Auswahl hat, dass es auch Abstufungen gibt, mit denen man arbeiten kann. Aber so all in all muss ich sagen, es ist definitiv eine schöne Palette für euch, wenn ihr dunkler seid als ich. Weil mir persönlich sind die Farben, also ich bin einfach zu hell dafür, ja, muss man einfach sagen. Ist so, würde ich sie wieder kaufen, ich weiß nicht, ich finde sie von der Quality gut und die Farben machen auch Spaß und so. Aber ich will euch das gesagt haben, falls ihr zufällig genauso ein helles Häutchen seid wie ich. Das zweite Lidschattenprodukt habe ich einmal verwendet. Sehr gut, Anna. Wirklich sehr, sehr gut. Ich habe aber generell auch einfach wenig Lidschatten verwendet. Und zwar war das so ein Fat Eye Stick von Ayeko. Den hatte ich mal aus der Look Fantastic Box. Da muss ich jetzt auch sagen, der hat so eine bisschen schwierige Farbe. Das ist so ein braun, khaki, gülden, whatever. Sehr, sehr merkwürdig. Das muss ich aber sagen, da scheitere ich so ein bisschen an der Farbe. Wisst ihr, wenn ich so einen Stift habe, dann will ich eine Farbe, die ich mir über das ganze Lid geben kann. Dazu ist der mir aber definitiv zu dunkel. Ja? Damit einen Lidstrich ziehen, da bin ich, also das ist einfach zu dick. Und ja, am unteren Wimpernkranz ist er mir dann auch wieder zu cremig. Also ist vielleicht auch so für mich einfach, oh Gott, wie viel ist denn da drin? Oh Gott, werde ich das jemals aufbrauchen? Never. Ist einfach nicht meine Produktkategorie und ja, habe ich mir auch nicht selbst gekauft, aber man hat halt durch Boxen ganz viele solcher Produkte daheim, die man irgendwie okay findet, aber vielleicht auch nicht selber gekauft hätte und das ist natürlich alles nicht so optimal. Machen wir weiter mit den Face-Produkten. Für mich auch eine super spannende Kategorie diesen Monat, weil ich zwei Produkte nochmal getestet habe, die zwar schon sehr lang in meiner Sammlung sind, ja, ich würde scheinen beide schon fast 2 Jahre, die ich aber ehrlich gesagt kaum verwendet habe. Und zwar geht es um dieses Duo. Und da habe ich irgendwo mal gehört, gelesen, empfohlen bekommen, dass man diese Sachen miteinander kombinieren kann. Ich habe mir nämlich vor einiger Zeit, damals war Wet n Wild übrigens noch tierversuchsfrei, ist es jetzt nicht mehr, die Photofocus, okay, schwierig, es ist spät bei mir, Foundation gekauft. Und die ist ja super gehypt. Ich habe Soft Ivory, das ist eine helle, warme Farbe. Ich finde auch, dass sie ein bisschen warm ist, also mir ist sie ein Tick zu gelblich. Und Leute, diese Foundation. Also erstmal finde ich ganz cool, was die für einen Spatel hat. Guck, da kommt so ein Spatel raus. Aber die riecht so für mich, so nach künstlichem grünen Apfel. Ich kriege mich da gar nicht mehr ein. Also der Geruch verfliegt auf dem Gesicht, aber für den Moment des Auftrags finde ich echt so ein bisschen eine Zumutung. Und ich hatte diese Foundation einfach in Erinnerung, dass die nicht gesessen hat, aus welchen Gründen auch immer, und habe sie dann jetzt lange sträflich vernachlässigt. Jetzt habe ich sie getestet zusammen mit einem Produkt von Revolution, und zwar ist es das Baking Oil. Das ist auch so 2 Jahre her, dass das so gehypt wurde. Und da muss ich mir zum Nachhinein sagen, so, ey Anna, was hast du da gekauft, ne? Aber dafür habe ich diesen Monat erstaunlich oft verwendet. Ich muss nämlich sagen, dass ich festgestellt habe, klar glänze ich einfach im Laufe des Tages nach, ja. Ich schminke mich morgens um 6, dass ich jetzt um 5 nicht mehr aussehe wie frisch aus dem Ei gepellt. Das ist ganz natürlich. Das tut man, glaube ich, auch mit keinem Make-up. Und ich trage auch immer Sonnenschutz drunter und so. Dementsprechend glänze ich einfach. Ich habe halt eine ölige Haut. Aber ich finde dieses Baking Oil echt ganz gut. Ich teste momentan nämlich eine Tagespflege, Video dazu kommt bald, die mir gefühlt nicht genug, also nicht reichhaltig genug ist. Und dann fand ich das Baking Oil als Primer immer ganz gut drüber. Das ist recht zähflüssig, lässt sich aber gut verteilen und mir ist auch aufgefallen, dass sich darauf auch alles gut verteilen lässt. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man so eine bisschen schwierige Textur hat, dass man dann sagt, ja okay, darauf sitzt jetzt der Concealer direkt perfekt. Fand ich da tatsächlich gut, habe ich auch teilweise solo getragen, ohne Make-up unter dem Concealer. Und auch das Photofocus Make-up hat mich wirklich eigentlich positiv überrascht. Also auch die Kombination aus beidem, fand ich einen ganz, ganz schönen Effekt. Also diesen Focus-Effekt soll ja auch Fotos kein Flashback geben. Ich mache jetzt nicht so oft Fotos, ne, dass mir das jetzt wirklich was bringen würde. Aber ich finde auf jeden Fall, dass es allgemein ein schönes, ein relativ natürliches Finish eigentlich macht. Also klar, es deckt schon voll ab, aber es ist jetzt nicht so mega maskenartig. Es ist nicht so super glowy. Es ist auch nicht so super matt, sondern es ist was dazwischen. Und da hat mir die Kombi aus beidem eigentlich sehr, sehr gut gefallen, was dazu geführt hat, dass ich folgendes Produkt, was meine Sicherheitsfoundation war für diesen Monat, und zwar die Infallible 24 Stunden Fresh Wear Foundation von L'Oreal, eigentlich gar nicht verwendet habe. Ich glaube, 2 Mal vielleicht.
Super gute Foundation, mag ich total gerne, seit ich sie habe, ist auch so ungefähr 2 Jahre. Würde ich aber nicht mehr kaufen, weil ich kein L'Oreal mehr kaufe wegen Tierversuchen. Das ist auf jeden Fall ein Kandidat, der mal in mein Project Pen, also wo ich versuche, also ich meine, wenn ich Produkte 4 Wochen benutze, dann braucht sich da realistisch gesehen nichts auf. Ich glaube, das weiß jeder, der Make-up benutzt, dass es sehr, sehr lang dauert. In meinem Project Pen habe ich nebenbei noch so Produkte drin, die langfristig wirklich leer werden sollen. Und da war das meine Option, weil ich dazu gern greife und einfach auch nicht mehr so viele L'Oreal-Produkte in meiner Sammlung haben möchte. Und dann kommen wir jetzt zu allem, was das Gesicht schön bunt und farbig macht. Und beginnen mit dieser Mini-Palette hier von NARS. Die übrigens nicht mehr sauber wird und die ich jetzt gerade habe fallen lassen. Übrigens, falls ihr euch wundert, wie glamorous das hier ist, vor mir steht mein Bügelbrett. Darauf lege ich immer die Sachen ab. Ja, und das hier ist jetzt gerade aufs Bügelbrett gefallen. NARS, das ist die Mini-Palette, die ihr übrigens seit neuestem auch in Deutschland kriegt. Ich habe die noch im Ausland gekauft. Mit einem Fältchen vom Laguna Bronzer und dem Orgasm Blush von NARS. Beides sehr, sehr berühmte Produkte, die sehr, sehr schön sind. Beide heute übrigens auch bei mir auf dem Gesicht. Ich mag dieses Duo. Ich finde es super, super schön. Super einfach zu verarbeitende Produkte. Ja, das ist top. Das ist gerade auch für mich, wenn ich jetzt unterwegs bin, ideal. Aber NARS ist auch nicht tierversuchsfrei. Von daher fällt es auch in die Kategorie, werde ich langfristig versuchen aufzubrauchen. Und ich werde es in meinem Project Pen Fazit, naja, ist noch ein paar Monate hin, Ende des Jahres, Anfang Januar, auch sagen, ich habe einfach Produkte ausgewählt, die ich nicht gern genug verwende, sondern wollte das Project Pen, also dieses Aufbrauchen, letztlich dazu nutzen, Produkte loszuwerden, die mir nicht so gut gefallen. Und das ist falsch, weil dann greift ihr nicht dazu. Dann versucht ihr gar nicht, das leer zu machen. Die hätte ich Bock, jeden Tag zu verwenden, das auch. Und dann kann es da reinwandern, dann wird es auch leer. Und dann bin ich meiner tierversuchsfreien Collection vielleicht etwas näher. Aber das war wirklich sehr, sehr schön und tatsächlich auch mein Alltagsbegleiter, wohingegen ich diese beiden Produkte nicht so viel verwendet habe. Das ist von Woga Woga ein loser Bronzer, Beach Mode heißt der. Und ihr seht es vielleicht auch schon in der Verpackung, der ist sehr, sehr warm. Ich hatte den im Vegan Beauty Basket und Leute, lose Produkte und ich, das ist einfach schwierig. Ja, also ich habe mich jetzt mittlerweile an den Auftrag von Mineral Foundation gewöhnt. Dazu habe ich auch einen speziellen Pinsel, habe meine Technik. Aber wenn so Farbprodukte lose sind, finde ich das immer so ein Tick gefährlich. Und ich hatte damit auch schon so fetzen Balken im Gesicht. Ich muss sagen, dass ich den nicht eigens als Bronzer verwende und dann nochmal einen Blush, sondern dass ich es in der Regel so mache, dass ich den dann so als Farbe über alles gebe, weil der eben, ja, der macht eigentlich schon so einen schönen, sommerlichen, gesunden Look. Ich meine, ich muss sagen, ich sehe immer ungesund aus, weil ich halt so blass bin. Von daher tut mir Farbe einfach auch gut. Und wenn ihr gerade so wenig geschminkt seid und einfach nur so ein bisschen, ja, ein bisschen was im Gesicht haben wollt, finde ich den wirklich schön. Würde ich definitiv auch weiter austesten wollen. Und meine Bronzer-Sammlung ist auch nicht so überdimensional, dass der nicht irgendwann vielleicht wieder drankommen könnte. Dann auch nur einige Male benutzt, ist aber auch nur noch sehr wenig drin. Da habe ich die Reste von meinem W7 Blush, das heißt, wie heißt denn das? Oh Mann, Anna, du hast doch eigentlich immer einen Zettel dabei, wo das draufsteht. Ja, Moment. The Honey Queen hieß dieses Blush und mir war das zerbrochen und war in so einer balkigen Verpackung. Jetzt habe ich es in so was Kleineres hier reingepresst. Super schöne Farbe, ist eher so ein Orange, das aber ganz viel Schimmer mit drin hat. Also auch eine super, super schöne Alltagsfarbe. Und dann kommen wir zu einem Produkt, das ich gar nicht so sehr für seinen ursprünglichen Zweck genutzt habe. Das könntet ihr auch schon in meinen Monatsfavoriten vergangene Woche gesehen haben. Und zwar geht es um diesen Highlighter von Laura Geller. Der heißt Baked Gelato Swirl Illuminator in der Farbe Gilded Honey. Ha, so. Jetzt könnt ihr vielleicht schon erahnen, dass dieser Highlighter mir definitiv zu dunkel ist. Dementsprechend habe ich ihn auch nicht als Highlighter getragen, sondern ich hatte ja schon bemängelt, dass die Kisu-Palette einfach keine Töne enthält, die ich mir so übers ganze Lid auftragen wollte. Das ist aber definitiv dieser Laura Geller Highlighter. Also, der ist so, so, so schön. Ich swatch euch den mal hin. Und so ein tolles Gold. Und das ist auch so für meine Augenfarbe, für dieses Blau-Grüne, wirklich, wirklich total schön. Ich habe den einfach mit dem Finger aufgenommen, hier vorne reingegeben, eventuell hinten ein bisschen verblendet. Manchmal auch nur mit dem Finger, ehrlich gesagt. Und perfekt. Also ihr seht schon, so dieses Schneckenmuster hat sich schon ein bisschen abgenutzt. Und ich werde den, denke ich, einfach zu meinen Lidschatten dazu kategorisieren, weil es für mich einfach kein Gesichtsprodukt ist. Und also wirklich, das sieht einfach aus auf meiner Hand wie geschmolzenes Gold. Perfekt.
habe ich wirklich gern benutzt, wenn auch nicht für den ursprünglich gedachten Zweck. Tja, jetzt hätte ich fast noch was vergessen. Ich hatte nämlich ja noch einen Highlighter, und zwar diesen Highlighter-Stift von Lord & Barry. Auch den werde ich euch mal hier daneben hin swatchen. Also ihr seht, das ist ein deutlich champagnerfarbener Ton. Und den habe ich ab und zu mal tatsächlich genutzt für den Innenwinkel oder auch unter die äußere Braue. Den muss man aber sehr, sehr gut verblenden. Von daher war er vielleicht auch nicht so oft im Einsatz, wie es ihm ja eigentlich zu wünschen wäre. Aber finde ich nach wie vor ein ganz gutes Produkt, gerade wenn man halt punktuell irgendwo hin will. Und tatsächlich dann für den inneren Augenwinkel ist der, glaube ich, echt ganz gut, muss man schon sagen. Und wir kommen zu den Lippenprodukten. Erstmal das, was ich heute auf der Lippe habe, ist dieser Matte & Stay Lippenstift von Lavera. Jetzt muss ich mal, glaube ich, für meine andere Hand swatchen. Zack, zack. Ihr seht, der ist relativ natürlich. Also der sieht jetzt auf meiner Hand, glaube ich, knalliger aus, als er tatsächlich auf der Lippe ist. Ich finde, der hinterlässt bei mir immer so ein bisschen so den Eindruck, als würde es so ausfaden. Also wisst ihr, so auslaufen, dass meine Lippe nicht klar konturiert ist. Ich mag den aber vom Finish sehr, sehr gerne. Also der heißt ja Matte & Stay Lips. Ist übrigens die Farbe Peach. Ja, auf jeden Fall ist der zwar matt, ich finde, das sieht man auch, aber es ist nicht so dieses Mattgefühl auf der Lippe. Finde ich persönlich sehr schön. Werde ich auch behalten, hatte ich mir ursprünglich natürlich nicht selbst gekauft. Ich frage mich gerade, ob ich mir... Doch, es sind heute viele dabei, viele Lippenprodukte, die ich mir selbst gekauft habe. Wir machen aber gleich mal weiter mit etwas von, auch von Lavera. Das ist der normale Lippenstift in der Farbe Be Love Pink. Super, super schönes, kühles Pink. Gefällt mir total gut. Auch so von der Quality. Also hier könnt ihr die Unterschiede sehen. Das ist definitiv, ja, shiny, more shiny. Manchmal ist Deutsch-Englisch so schwierig. Als diese matte Variante. Die gibt's auch noch so. Also ist auch echt eine Farbe, die ich euch empfehlen würde. Gerade wenn ihr so ein, ja, bisschen gedeckteren, schönen Pinkton sucht. Dann machen wir weiter mit einem Liquid Lipstick. Einer meiner absoluten Favoriten. Man hätte es leider auch nicht tierversuchsfrei, war mir lange nicht klar. Das ist der Stay Matte Liquid Lip Color in der Farbe The Naked Cowgirl. Wohl mit einer meiner liebsten Liquid Lipsticks, muss ich sagen. Das ist ein absolut warmes Nude. Oh mein Gott, Leute, ich muss gerade mit links swatchen. Ich habe so einen Zitterer in der Hand. Bin da irgendwie echt nicht so fit. Auch super, super schön. Lässt sich total akkurat auftragen. Und ich mag das Tragegefühl von den Manhattan Liquid Lipsticks wirklich total. Und dann, last but not least, mein liebster Lip Liner eigentlich. Schon oft gezeigt von Trended Up Content Glide Lip Liner 430. Auch die Farbe findet ihr noch. Das ist so ein ganz schöner, bäriger Ton, den ich auch gern mal über die ganze Lippe getragen habe. So, jetzt seht ihr ihn hier daneben. Ja. Also gefällt mir auch super gut, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte tatsächlich diesen Monat von Fenty meinen Gloss, das ist der Fuzzy. Und ich muss sagen, also Leute, jetzt steinigt mich nicht. Ich weiß, viele lieben die Fenty Glosse, ich mag sie auch, aber ich habe zunehmend ein Problem mit dem Geschmack. Also das ist einfach, sorry, sowas gehört verboten. Das riecht so nach Kinderzucker, Watte, Erdbeer. Und wenn ich mich morgens schmink und habe mir gerade die Zähne geputzt, dann will ich sowas nicht an meiner Lippe haben. Also... ich muss sagen, dass diese Aversion gegen den Geruch mich zunehmend auch vom Nutzen abhält. Ihr seht, der hat so einen ganz leichten Rosé-Einschlag. Das ist jetzt der Swatch hier. Ich weiß nicht. Ich würde ihn viel gerne mehr, so ist der richtige Satzbau, benutzen, aber tatsächlich ist der Geschmack für mich ein Problem. Schreibt mal gern, wenn ihr die habt, ob ihr das auch so extrem findet. Also ich nehme mal an, dass die anderen Varianten auch so entsprechend schmecken. Und ich sehe jetzt immer mehr Leute, die den irgendwie in Project Pants haben oder aufgebracht haben. Und ich frage mich immer, oh Gott, schaffe ich das? Oder killt mich vorher der Geruch? Naja, das war es auf jeden Fall zu meiner diesmonatigen Schminkbox. Viele positive Überraschungen, gerade finde ich im Grundierungsbereich. Palette, wie schon gesagt, sehr kreativ, für mich aber nicht die perfekte Alltagspalette. Und auch mit den Lippenprodukten war ich im Großen und Ganzen okay. Und dann würde ich jetzt sagen... ich verabschiede mich feierlich von diesen Produkten und wir gehen jetzt mal meine neue Box aussuchen. So, liebe Freunde, Einblick in Schublade 1, da legen wir los wie immer. Falls ihr euch über komische Hintergrundgeräusche wundert, meine Nachbarn singen gerade Karaoke. Es ist hier Abend und deswegen ist es sehr dunkel und ich hoffe, ihr könnt noch gut was sehen. Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, weil gerade in der Primer-Schublade, also in der Primer-Box, wo auch übrigens Puder drin sind, wie ihr hier sehen könnt, habe ich die meisten Sachen tatsächlich schon einmal getestet. Concealer sind hier übrigens auch drin, also wilde Mischung. Es gibt genau zwei Sachen, die ich noch nicht getestet habe, und zwar
einmal dieser hier von CoverFX, der Blurring Primer. Ich glaube, der wird es aber nächsten Monat. Sondern ich möchte mal ein anderes Produkt als Primer verwenden, was mich als Foundation nicht so überzeugt hat. Das ist von Hylamide, Hylamide. Das ist die Schwesterfirma von The Ordinary, die Photography Foundation in Transparent. Eine transparente Foundation, die also eure Haut perfektionieren soll, ohne dass sie eben halt Pigment hat. Ja, ich habe einfach zu eine schlechte Haut für sowas, aber ich wollte einfach mal ausprobieren, wie die so als Primer funktioniert, weil das eben auch draufsteht, dass man das machen kann. Und deswegen nehme ich mal die mit. Und bei Foundations, ja, da gibt es tatsächlich noch einige, die wir noch nicht hatten. Estee Lauder hier zum Beispiel, sind hier auch gerade nicht alle drin, weil die auch noch ein bisschen unterwegs sind. Aber ich habe eine Foundation, die ich tatsächlich offiziell noch nicht getestet habe. Inoffiziell habe ich es natürlich schon längst, haha, weil ich einfach Bock auf meine Puder-Foundation hatte. Und zwar ist es die Natural Foundation von Wogga Wogga. Ich habe die Farbe, wildes Meerschweinchen-Geschrei im Hintergrund, es tut mir leid. Farbe schreibe ich euch unten rein. Das ist so ein bisschen gelblich, aber sie passt mir tatsächlich von der Farbe wirklich. Und ich habe einfach richtig Bock auf Puder-Foundation aktuell, weil meine Haut tatsächlich aktuell auch nicht so spinnt, muss ich sagen. Ja, muss man sich ja auch freuen. Und weil ich in meinem Project Pen, also das, was ich aufbrauchen möchte, tatsächlich aktuell auch noch eine Foundation drin habe, die jetzt irgendwie schon so umgefüllt so lange rumsteht, das ist die Art Deco Perfectin Foundation, die möchte ich eigentlich definitiv leer machen. Deswegen mache ich jetzt kein Liquid diesen Monat, sondern nehme eben nur die mit. Dann dazu dieses von Hylamide und dann habe ich ja noch die Art Deco Foundation und das sollte mir für den Grundierungsbereich erstmal genügen. So, willkommen in der Schublade für Augenangelegenheiten. Auch hier gibt es erstaunlich wenig, was wir noch nicht getestet haben. An ja flüssigen Lidschatten oder Lidschattenstiften möchte ich, glaube ich, mal das hier von Pixi nehmen. Das ist von Pixi in Kooperation mit Mirai Maquillage, der Liquid Fairy Lights in der Farbe Mirai. Das ist tatsächlich nur in so einem Kit erhältlich mit einem Liquid Lipstick zusammen. Den hatten wir schon mal in der Schminkbox. Ein richtig schöner, so ein Kupfer-Goldton. Gefällt mir super, super gut. Ja, ich glaube, den nehme ich mal mit, weil der, glaube ich, auch mit der großen Palette harmoniert, die ich mir für diesen Monat ausgesucht habe. Achtung, ich kriege ein bisschen Angst. Von W7, die On The Rocks Palette. Und zwar ist das das Dupe zur Subculture Palette, ja, und ich dachte mir so, dieses goldig-rötliche hat mich eben an diesen Espresso-Martini-Ton da erinnert, die heißen übrigens alle nach Drinks oder nach Getränken hier. Ja, das ist eine Palette, die ist sehr out of my comfort zone, würde ich mal sagen. Ich bin auch mal gespannt, was ich damit machen will, gerade so mit diesem dunklen Blau oder Lila. Also mit dem Grün kann ich mich vielleicht noch anfreunden, aber ja. Ich werde es jetzt einfach nehmen, wenn nicht für den Oktober, wann dann, ja? Also ich finde, es schreit irgendwie nach Herbst. Und weil ich Schiss habe, ich gebe es ja offen zu, was ich damit mache, dachte ich, ich hole mir ein Mini als Verstärkung. Das ist nagelneu und noch ungetestet von e.l.f., die Bite-Size-Palette in Rosewater. 4 Farben, seht ihr? Ich glaube, nur die hier ist tatsächlich ohne Schimmer. Selbst in diesem dunklen Beereton ist noch ein bisschen Schimmer mit drin. Aber ich glaube, die ergänzen sich ganz wunderbar, weil das ist ein ganz, ganz guter Gegenpol. Und wenn ich mit dieser On The Rocks, die ich ein paar Mal verwendet habe, aber jetzt nicht so dramatisch oft, wirklich nicht klarkommen sollte, dann ist für den Alltag oder generell dafür, glaube ich, auch die e.l.f. Palette eh die bessere Wahl. Im Bereich Gesicht und Gesichtsfarbe werde ich diesen Monat experimentell und nehme tatsächlich 2 Paletten. Das sind beides Paletten von Revolution. Unten seht ihr die Ultra Contour Palette. Oben eine der Blush Paletten. Die Farbe Hot Spice. Und die haben beide auch so ein bisschen Highlighter mit drin. Seht ihr hier an der Seite. Oder hier diese rosé eingefärbten Highlighter. Den einen hier habe ich übrigens neu gepresst. Hat ganz hervorragend funktioniert. Und die werden mich jetzt diesen Monat begleiten, habe ich beschlossen. Die habe ich nämlich doch nie so wirklich verwendet. Und das ist eigentlich einfach zu schade. Gerade weil ich finde, dass die Blush-Palette sehr, sehr schöne Alltagstöne hat. Und dann habe ich mir hier oben noch einen Liquid Eyeshadow mitgenommen. Das ist kein Eyeshadow. Das ist ein Highlighter, Anna. Das ist der einzige Highlighter in ja Stückform, den ich, glaube ich, noch nicht verwendet habe, der jetzt nicht in der Palette ist, von Becca C-Pop, eben in Flüssig. Und den nehme ich jetzt noch so zur Unterstützung mit. Mal gucken. Eich und flüssige Produkte, das werden keine Freunde mehr. Aber ich dachte mir, ich räume da jetzt einfach auf, dass ich alles mal einmal verwendet habe. Und dann können wir nächsten Monat auch neu starten. Genauso ist es übrigens auch bei den Bronzern. Da habe ich jetzt tatsächlich auch alles mal durch. Und bei den Blushes auch fast. Genau, von daher, ja, werde ich mich mit diesen Paletten begnügen. Ich bin mal gespannt, wie das morgen so läuft. Gerade wenn es schnell gehen muss, dann wird es bestimmt ein bisschen schwierig. Aber gut, was soll man machen? Und im Bereich der Lippenprodukte überlege ich ja immer so ein bisschen, was auch zu den Paletten, zu den Wangenfarben passen könnte.
Ich nehme jetzt mal einfach einen Essence Lip Liner mit in so einem Pink. Ich glaube, der passt so ganz gut zu der Elf Palette eventuell. Das ist die Farbe Sweetheart aus der alten Long Lasting Serie. Übrigens sehr, sehr schöne Lip Liner, wenn ihr mich fragt. Aber Essence überarbeitet es ja regelmäßig. Dann habe ich eben übrigens über diesen Liquid Lipstick gesprochen. Aber ich dachte mir, wir nehmen ein anderes Produkt von Pixi mit. Hervorragend, Anna. Jetzt schaffst du es nicht mehr, das einzusortieren. Und zwar das hier. Das ist in Kooperation mit Chloe Morello. Das sind diese Lip Icings. Ich habe die Farbe Sorbet. Also ihr seht, die sind echt heftig. Aber auch die sind so rosa, schimmerig, glitzig. Das passt, glaube ich, gut zu der Elf Palette. Jetzt brauchen wir natürlich auch ein paar Sachen, die eventuell noch zu der W7 Palette passen. Ich habe mir überlegt, bei meinen Liquid Lipsticks wird es langsam auch so ein bisschen knapp. Und die Farbe hatte ich noch nicht. Und das ist wirklich, Leute, Bombenfarbe. Das ist von L'Oreal aus dieser Serie von diesen Liquid Lipsticks. Steffi's Chocolates, die Farbe Dose of Cocoa. Und das ist so ein unglaublich kühles Nude. Also das ist bei mir so gerade an der Grenze, dass es noch geht. Ich finde es aber eigentlich super, super schön. Und von daher nehme ich es jetzt entsprechend auch mit. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie, ja, es ist einfach super kühl. Mal gucken, wie das so klappt und wie das dann auch so passt mit dieser Palette. Sonst habe ich auch so neutralere Töne noch in meiner, ja, in meinem Project Pen. Aber den nehme ich jetzt mal mit. Und dann denke ich, nehmen wir mal ein dunkleres Rot noch. Was hatten wir denn hier noch nicht? Aha, ich glaube, den von Santa hatten wir schon. Den von Catrice. Machen wir ihn mal auf. Gucken wir ihn an. Aha, das ist ja vielleicht ganz schön. Das ist eine Farbe, deren Farbname ich hier drüben notiert habe. Ich habe ja eine Liste von allen meinen Produkten. Passion Red heißt der wohl. Ja, das könnte schön sein, glaube ich, auch so zu diesen dunkleren Looks vielleicht. Gut, jetzt muss ich hier nur wieder die Hülse finden. Hier ist übrigens mein Name reingraviert. Könnt ihr das sehen? Ziemlich cool. Und dann, was nehmen wir noch mit? Noch irgendeinen Bullet Lipstick, also irgendwas Festes. Chaos, Anna. Irgendwas, was in der Mitte ist, den hatten wir, glaube ich, schon. Schade. Hatten wir den von Essence schon? Ich glaube nicht, das ist so ein Velvet Stick. Die waren vor ein paar Jahren im Sortiment und den mochte ich super gerne. Ich habe den aber echt lange nicht benutzt, weil ich keinen passenden Spitzer hatte. Ja, das ist ein riesiger Stift. Guck mir den im Vergleich zu meinen Fingern an. Und ich habe echt Wurstfinger, muss ich sagen. Ja, ich glaube, ich nehme den mal mit, jetzt, wo ich einen passenden Spitzer habe. Ist super angenehm auf der Lippe, macht eher so ein mattes Finish. Ja, kommt vielleicht ähnlich zu dem von L'Oreal. Muss ich mal ausprobieren. Aber ich glaube, den nehme ich jetzt mal noch mit. Und dann sind wir komplett für diesen Monat, denke ich. Das war's dann mit dem Schminkbox-Video für diesen Monat. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich wirklich über alle, die dieses Video schauen. Ich hatte ja in dem letzten aus dieser Reihe schon mal angesprochen, dass das sehr, sehr schlecht geklickt wird und ich das irgendwie schade finde, weil es auch eher aufwendige Videos sind. Und ein paar von euch hat mir dann geschrieben, dass es vielleicht mit dem Namen ein bisschen auch wirklich schwierig ist. Und deswegen möchte ich euch heute hiermit nochmal eindringlich bitten, falls ihr irgendwie einen einprägsamen Namen für diese Videoserie habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil ich habe jetzt natürlich Make-up-Review, ist ein bisschen schwierig. Shop My Stash, wussten viele wohl, also ich kenne das halt aus dem US-amerikanischen YouTuber-Bereich und mein Problem ist, ich kann ganz viele englische Begriffe, ich verstehe das absolut, aber ich finde, es gibt kein deutsches Äquivalent dazu. Zu Shop My Stash heißt im Prinzip so, kauf in meine Schublade ein, aber nennt mal ein Video, kauf in meine Schublade ein. Also das ist ja total bescheuert. Von daher, ja, also falls ihr eine Idee habt für einen einprägsamen Namen, dann würde ich mich sehr über euren Kommentar freuen. Natürlich auch so, ich freue mich immer von euch zu lesen, auch wenn die Beantwortung der Kommentare momentan wirklich sehr zeitverzögert verfolgt. I'm very sorry. Aber wie gesagt, ich lese alles, ich freue mich trotzdem und antworte dann irgendwann später. Natürlich gilt wie immer, Daumen nach oben und Abo sind auch sehr, sehr erwünscht, wenn ihr das möchtet. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns am Donnerstag im nächsten Video wiedersehen. Nein, Donnerstag? Anna, du lädst nie Donnerstagsvideo hoch. Heute ist bei mir Donnerstag, vielleicht bin ich deswegen so verwirrt. Also, wir sehen uns am Freitag, wie immer natürlich, 14.30 Uhr. Bis dahin, jetzt eine gute Zeit. Ich bin raus, ich bin müde, ich bin hungrig. Es wird Zeit, dass ich die Kamera abschalte. Und bis dann!